Herzlich willkommen zu unserer sechsten Folge mittlerweile von den Lehrtools. Und ihr seht, wir sind heute zu viert. Neben Carsten und Niklas haben wir heute Martin Behrens dabei. Er ist wie ich vom Institut für Musik. Er ist da die Gitarrendozent und hat mit sehr viel Aufwand und Liebe im letzten Semester Online-Unterricht gestaltet und dieses Semester natürlich mittlerweile auch wieder. Und wir dachten, wir nehmen mal einen Gast dazu, um auch mal so eine Vielfalt reinzubringen. Und Martin hat interessante Konzepte entwickelt, wie man ja online mit den Studierenden umgeht. Nicht nur auf einer technischen Basis, sondern vielleicht auf einer sozialen Basis. Wie bringt man die Leute zusammen? Und da wollten wir uns mit Martin einfach mal drüber unterhalten, was da so passiert. Hallo Ja, Martin. hallo Hallo zusammen, Martin. hallo Jan, hallo Hey. Niklas, hallo Carsten. Ja, schön hier zu sein bei euch. Freue mich. Bin noch ein bisschen nervös bei solchen Events, aber nichtsdestotrotz. Ich will euch kurz mal einen Überblick geben über das, was eigentlich für mich so passiert ist im März, als es dann zum Lockdown kam. Kam quasi aus 2, 3 Wochen Präsenzunterricht mit den Studierenden. Wie gesagt, zurzeit hauptsächlich ist das bei mir ein Seminar oder 3 Seminare und halt Einzelunterricht in der Gitarre. Und nachdem ich das so 3 Wochen betrieben hatte, stellte ich dann fest bei den Studierenden, dass es im Grunde drei große Probleme gab, die sie alle hatten. Und das eine war halt soziale Isolation. Das zweite war Mangel an Motivation. Und das dritte war einfach ein Problem mit der Tagesstruktur, dass sie die nicht so gut auf die Reihe kriegten. Was natürlich dazu führte, dass sie letztendlich in der Performance im Unterricht irgendwie total schlapp waren und da nicht so viel passierte. Und was ich dann gemacht habe, ist, ich habe mir dann die Osterpause genommen, um mal in mich zu gehen, ob wir da nicht irgendwie ein Konzept entgegenstellen könnten, das quasi die Probleme behebt oder zumindest lindert. Und was ich dann gemacht habe, ist Folgendes. Ich habe einfach alle meine Studierenden zusammengerufen am Montagmorgen um 10 Uhr zu einer großen Vollversammlung. Und diese Vollversammlung fand dann im weiteren Verlauf bis zum Ende des Semesters tatsächlich wöchentlich statt. Also wöchentlich montags morgens um 10 Uhr war Vollversammlung, alle Studierenden kamen zusammen und tatsächlich war es auch so, dass kaum einer je fehlte. Dieser Montagmorgentermin war also echt wirklich ein wichtiger Termin und an diesem Termin haben wir auch einfach ganz gleichberechtigt gesprochen über das, was uns so bewegte oder was so los war. Wir haben das Wochenende besprochen, wir haben die eigenen Befindlichkeiten besprochen mit Blitzlichtern, wir haben besprochen, was sie so vorhaben in der Woche im Fach. Wir haben selbst um diese Atmosphäre zu kreieren von Gemeinsamkeit, haben wir selbst Meditationseinheiten eingeführt am Anfang oder am Ende. Genau, also an diesem Montag ist eine Menge passiert. Wir haben dann auch gemeinsam einfach das Programm geplant. Ich habe Ihnen vorgestellt, was ich mir überlegt hatte und haben das dann einfach zur Diskussion gestellt und gesagt, okay, wir probieren das mal. Wir gehen einfach mal in diese Richtung. Wir probieren mal ein paar Sachen aus. Wenn uns das nervt oder wenn wir merken, na, das passt nicht, das passt nicht, dieses Element ist nicht so gut oder diese Säule lassen wir lieber sein, dann können wir das ja immer wieder ändern. Jeden Montag war quasi immer irgendwie Ground Zero und geguckt, okay, machen wir weiter, machen wir nicht weiter. Hintergrund oder Kernelement war das, dass ich gesagt habe, dieser 60-minütige Einzelunterricht, der bringt es eigentlich nicht. Der bringt es für euch nicht, weil es ist nur ein singulärer Punkt in der Woche, wo ihr mich seht und wo wir was machen können. Viel besser wäre es doch, wenn wir uns öfter sehen würden. Viel besser wäre es doch, wenn wir bestimmte Inhalte auch dann zu einem Ergebnis führen würden, und nicht, ja, bis Ultim oder bis zur Prüfung das sein lassen würden. Was passierte, war Folgendes. Auf diesem Montag-Meeting habe ich Practice Buddies verteilt. Die haben wir lose gelost. Wir haben also Partnerschaften dort ausgelost über Breakout Groups. Und diese Buddies, Practice Buddies haben wir die genannt, hatten die Aufgabe, sich täglich zu einer Übereinheit zu verabreden. Also täglich. Und das haben die dann meist in den Breakout Rooms direkt dann gemacht und gesagt: So, okay, lass uns telefonieren oder ich bin irgendwie um 11 Uhr jeden Tag da oder morgen erstmal um 2 und dann gucken wir weiter. Aber sie hatten halt die Aufgabe, sich täglich zu treffen, auszutauschen und sie hatten die Aufgabe, in diesen Practice Buddy Sessions gemeinsam zu üben. Also heißt das für einen Spontanunterricht Audio aus, Video an.
Das heißt, man sieht, während man übt, während man praktiziert, jemanden auf der anderen Seite, der genau dasselbe tut, ja, und fühlt sich mit dem verbunden. Das ist der Effekt. Also man hat so ein Ding, dass wirklich da ist jemand im virtuellen Raum, aber der macht dasselbe, der ist auf demselben Weg wie ich, der macht dasselbe und wir können vorher und nachher sprechen, was gewesen ist oder guck mal, was übst du denn gerade? Ach, das übe ich gerade. Ah, hier habe ich Schwierigkeiten. Ja, guck mal, das kannst du doch so und so lösen. Also das war der Gedanke dahinter, dass quasi so ein bisschen was von diesem Lehr- und Feedback, von der Lehr- und Feedback-Aufgabe auf die Studierenden verteilt wird. Und das hat super funktioniert. Sodass sie also dann über die Woche die ganzen Practice-Buddy-Sessions hatten. Für mich hieß das natürlich, dass ich jetzt keine einzelunterrichtsfesten Termine mehr hatte. Und für die Studierenden hieß das, ich habe ein Angebot für euch. Ich habe ein Angebot für euch, das heißt, ihr habt Freikarten, unbegrenzte Freikarten für mich. Für Einzelunterricht, Consulting, Rat, Beratung, Input, whatever you want. Und ihr könnt die alle abrufen. Und ich garantiere euch, innerhalb von 2 Stunden, nachdem ihr Kontakt aufgenommen habt, habt ihr einen Kontakt mit mir und wir können wahrscheinlich sogar direkt eine Unterrichtsstunde machen. Das war quasi das Angebot, das sie kriegten für, ich habe keine feste Zeit mehr, aber ich kann jederzeit, wie lange ich will, eine Session mit Martin buchen. Einfacher Kontakt, ich hatte allen meine Handynummer gegeben. Wir hatten auch WhatsApp-Gruppen, die wir dann also Hauptfächer zusammen, Nebenfächer zusammen, wo wir uns dann ausgetauscht haben. Teilweise war es auch so, dass diese Austausche ganz spontan untereinander über die WhatsApp-Gruppe kamen, dass dann einer sagte, Mensch, 11 Uhr, ich habe gerade Lust, irgendwie zu üben, hat ja Lust, irgendwie, wer ist dabei? Dann haben die sich halt alle getroffen. Basis war natürlich auch, dass ich denen meinen privaten Zoom-Raum zur Verfügung gestellt habe. Also mein privates Büro, mein Übungsraum, war dann gleichzeitig Raum für alle zur Nutzung. Alle Sessions liefen also über diesen Raum ab. Ich brauchte keine Einladung verteilen, nichts dergleichen. Sie wussten einfach nur diesen Elias anrufen und dann zack, waren sie in dem Raum. Manchmal war das sogar so witzig, dass ich, wenn ich den Raum dann nutzen wollte für irgendwas anderes, dass da irgendwelche Leute rumsaßen und übten oder irgendwas machten. Da musste ich sagen, komm jetzt hier mal weg, sucht euch einen eigenen Raum, ich bin jetzt hier. Genau, diese Practice-Buddy-Sessions und der Einzelunterricht. Ich habe dann vielleicht kurz mit den Practice Buddies noch weiter. Die Practice Buddy Sessions liefen eine Zeit lang super und nach einer gewissen Zeit war so ein bisschen Müdigkeit da, weil auch alle Paarungen irgendwann mal durch waren. Und dann habe ich überlegt, Mensch, dann lass uns das mal folgendermaßen probieren. Wir installieren mal das, was ich dann Trainingsplatzkonzept genannt habe. Also jeden Tag um 10 Uhr und um 18 Uhr war gemeinsames Training. Wie Fußballtraining oder Dojo, Yoga-Training, was auch immer. 10 Uhr und 18 Uhr war der Dojo geöffnet. Ich war da immer, ich habe alle Programmpunkte mitgemacht, gleichberechtigt, um auch mehr, um zu merken, wie sich das anfühlt, was das für einen Effekt hat. Und habe dann, da war dann gemeinsames Üben. Da waren nicht immer alle dabei, weil natürlich irgendwie zu den Zeiten noch andere Veranstaltungen manchmal waren. Aber da waren dann mal 2 dabei, dann waren mal 8 dabei, dann waren mal ich so alleine und dann dachte ich so, Mensch, Trainer schon auf dem Platz, wo bleibt ihr denn alle? Also es war ein ganz lustiges Szenario, das wir dann so am Ende dieser Corona-Zeit gemacht haben mit den Trainingsplätzen. Mit den Einzelunterrichten und den Abfragen danach, das lief bei einigen Studierenden lief das super. Und einige Studierende, aber das wird euch ähnlich gegangen sein, sind so ein bisschen weggetaucht. Die sind so irgendwie verschwunden im Nirvana oder haben sich nicht so engagiert und waren irgendwie ganz froh, vielleicht ihre Ruhe zu haben. Eine Studentin sagte mir mal, Mensch Martin, jetzt endlich habe ich mein Leben im Griff, weil irgendwie gar nicht so viel von außen kommt und ich bin hier in meinem Zimmer und alles ist super. Also jeder hatte so in dieser Zeit auch sein eigenes Tempo und seine eigene Befindlichkeit mit diesen Ängsten und Nöten und den Umständen. Von daher war es auch wichtig, so einfach da Rücksicht drauf zu nehmen und zu sagen, okay, das geht jetzt gerade nicht. Mach mal, wie es passt. Die Angebote sind da. Wenn mir persönlich das dann ein bisschen zu lange war, so nach 2 Wochen habe ich die dann in den Montagssessions einfach dann direkt angesprochen. Mensch, sollen wir nicht mal irgendwie einen direkten Termin machen jetzt? Oder was ist los? Um das noch ein bisschen zu unterstützen, weil ich vermutete, dass vielleicht auch einige Studierende Angst hätten, mich irgendwie aus dem Garten zu holen oder was immer ich so machte und dann extra anzufunken für vielleicht nur eine Kleinigkeit, die sie mit mir besprechen wollten, habe ich dann eine offene Consulting-Stunde eingerichtet. Und dieses Open Consulting fand dann immer mittwochs vormittags von 9 bis 12 statt. Das hieß, ich bin vor der Kamera und bin online, egal ob da jemand ist oder nicht.
Ja, also wie so ein Arzt, ich sitze da und wenn ihr irgendwas habt, kommt vorbei. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass ihr kurz in den Warteraum müsst, weil ich gerade mit jemandem anders unterwegs bin. Und dann hole ich euch rein. Und das wurde auch wirklich total gut genutzt, weil halt viele doch einfach nur so Kleinigkeiten hatten. Also so, wie hieß noch gleich die Platte, die du irgendwie erwähnt hast? Oder sag mal hier dieser Fingersatz in dem Arpeggio, wie machst du das? Oder so, also wirklich so Dinge, die man so im Lauf des Tuns kurz einmal braucht, so ein kleines Feedback, um weiterzuarbeiten. Genau, auch da würde ich sagen, das ist ein super, super Angebot gewesen, wie auch überhaupt alle. Also keines dieser Angebote war so, dass ich das gesagt habe, das machen wir jetzt, ne? Und dann ist das so. Sondern es war auf diesen Montag-Session wirklich immer ein echtes, okay, wie geht es dir damit? Was ist so bei dir los? Was würde dir besser passen? Hat noch hier vielleicht jemand eine andere Idee? Wir haben dann auf diesen Montag-Sessions auch gemeinsame Aufgaben definiert. Also wir haben dann zum Beispiel gesagt, Mensch, es wäre doch schön, wenn wir eine gemeinsame Lick-Library hätten oder eine gemeinsame Link-Library für YouTube-Videos, die ihr toll finden würdet. Ich habe dann einfach in Netcase einen Ordner angelegt und da haben dann alle ihre Links reingepostet von Konzerten, die sie dann so im Netz gesehen hatten oder irgendwelche Instruction-Videos. Das Netz ist ja voll mit Material zum Gitter-Instruction und vieles muss man jetzt nicht selber erstellen. Ich habe einige Sachen auf Camtasia dann gemacht, aber das war letztendlich so eine Doppelung von dem oder eine Neusortierung von dem, was es schon gab. Halt durch meine Sprache und durch mich dann präsentiert. Genau, wir haben auch zum Beispiel, anderes Element, das Element am Ende der Woche. Anfang der Woche Vollversammlung, Ende der Woche Konzert. Jede Woche gab es freitags nachmittags, um 3 Uhr hatten wir uns darauf geeinigt, ein gemeinsames Konzert, wo jeder der Studierenden angehalten war, einen kleinen Beitrag, 2-3 Minuten maximal, zu liefern. Der konnte vorproduziert sein über Video während der Woche, schön, oder halt dann live in dem Moment gespielt. Und der wurde dann meistens natürlich bejubelt, beklatscht von allen Teilnehmern. Aber manchmal war es auch einfach eine Übung. Guck mal, ich habe das gerade geübt, das gelingt mir schon so und das war mein Beitrag. Punkt aus. Alles gut. Oder so, das war quasi so auch eine Methode, um ein bisschen Zug in die Woche zu kriegen. Also nicht einfach nur so, wir trödeln vor uns hin, machen irgendwas, sondern anders als es sonst ist, wo man vielleicht so ein Studentenkonzert einmal im Semester hat, haben wir das dann halt jede Woche gehabt. Jede Woche war eine Präsentation und das hat so ein bisschen Zug in den Laden gebracht. Manchmal war es so, ja, Carsten. Ja, ich habe schon mal spontan eine Frage. Ich habe eigentlich ganz viele Fragen. Sagen wir so, habt ihr dann am Wochenanfang auf dieser Vollversammlung dann auch schon besprochen, stand das Konzert dann unter einem bestimmten Thema, bestimmte Kompetenz, die ihr dann sozusagen während der Woche dann vermitteln wolltet oder erarbeitet werden sollte? Ja und nein. Also im Prinzip war es ja so, dass jeder noch auf seinem Instrument einzeln unterwegs war. Das heißt, während der Woche dann die Inhalte im Unterricht besprochen wurden. Wir haben dann Netcase als Plattform für Videos genutzt, also wie man halt so normal online unterrichtet. Und einige waren damit auch über die Zeit gut zufrieden und haben immer was gemacht und in ihrem eigenen Bereich halt gearbeitet. Andere hatten die Frage, Mensch, ich weiß aber jetzt gar nicht, was ich präsentieren soll. Was meint ihr so? Mir fällt nichts ein, woran ich gerade jetzt, ich übe so vor mich hin, aber jetzt Besonderes habe ich nichts. Und dann haben wir dann reihum auch verschiedene Themen in meinen Raum geschmissen. So, es gibt irgendwie diese lustige Sendung, fällt mir der Name nicht ein, von Guido Maria Kretschmer, wo er dann so Themen hat. Und einer war dann zum Beispiel, setze deine Legato-Technik in Szene. Oder komponiere eine Indie-Version von irgendeinem Jazz-Standard. Oder so, dass dann quasi so, und jeder konnte dann so Vorschläge machen, was man denn so diese Woche mal gemeinsam üben könnte. Und die waren dann immer so offen gehalten, dass quasi jeder mit seinen Fähigkeiten und auf seinem Level da was beitragen konnte. Ne? Von daher gab es keine festen Themen, aber es gab manchmal so ein Wochenthema oder so. Ich hätte auch eine Frage zu deinen, also ich habe auch viele mega spannende Punkte, die du da alle nennst, aber das, ich will auch mal bei der Vollversammlung anfangen, weil ich denke ja immer so bei uns immer in diesen Modulen und Teilnehmer in Modulen und jetzt sagst du, es gibt eine Vollversammlung, heißt das, du hast auch verschiedene Module und du lädst alle Studierende zu dir ein oder du hast viele Studierende, die du in Einzelunterricht sonst hast nur und dann lädst du die zusammen ein und wie viele sind das? Also das wäre wie groß ist diese Vollversammlung?
Genau, ich hab das ein bisschen so organisiert, dass ich die Hauptfachstudierenden hatte auf der einen Seite. Das waren 9 Menschen. Und dann hatte ich die Nebenfachstudierenden, das waren 14 Leute. Wen ich aus diesem Programm rausgenommen habe, sind halt meine Seminare. Also die dann jeweils mit 12, 15 Leuten besetzt sind. Davon hatte ich 3 Stück. Die habe ich einfach am Mittwochnachmittag ganz traditionell online unterrichtet. Also von daher ist die Menge derjenigen, die ich zu versorgen hatte, natürlich im Vergleich dessen, was ihr da zu versorgen habt, relativ. Wenngleich der Aufwand so für den Workflow ist natürlich der einer vollen Stelle. So, und das war auch mein Credo. Ich habe eine volle Stelle, also heißt das voller Einsatz. Das heißt im Normalbetrieb dies und dieses. Und in diesem Falle heißt das einfach, ich stelle mich komplett von montags 10 bis freitags um 6 oder um 7 zur Verfügung für die Lehre und für die Belange der Studierenden. Also das heißt, du hattest so jetzt, wenn ich es richtig sehe, 23, knapp über 20 in der Vollversammlung. Also es war jetzt eine mit den 14 und 19. Ja, also ich habe dann 2 Vollversammlungen gemacht. Ah, okay, du hast 2 gemacht. Okay. Ja, ja, ja. Ja, ja. Und dann da war der normale Modus, war, dass du eigentlich immer mit den Einzelunterricht hattest, hast du gesagt. Ne? Das war so, dass von daher kommst du, ne? Hatte ich jetzt so verstanden. Ja, dann hast du irgendwann diese Practice Buddies eingeführt. Und jetzt habe ich noch nicht ganz verstanden. Das waren jetzt also, da hast du zufällig ausgewählt, wer zusammen dann Übungen, also zusammen sich trifft und übt. Und da wäre jetzt meine Frage, weil das ist ja, wenn ich das mal übertrage auf jetzt meine Standardmodule, wo wir zum Beispiel Partnergruppenarbeit machen. Das ist ja sozusagen sowas Ähnliches. Ne? Ihr macht 2 Leute zusammen und die. Und woher weißt du, dass die sich tatsächlich getroffen haben, beziehungsweise warst du da immer dabei? Oder wie motiviert sind die, das auch wirklich zu tun? Ja, es gibt da so ein schönes Tool an der elektronischen Stechuhr, das habe ich. Nein, Blödsinn. Ich habe natürlich, da muss ich mich auf die Studierenden verlassen. Also, wenn die denn irgendwie keine Lust hatten, weil die sich unsympathisch waren, sich gar nicht zu treffen, ja, dann haben die sich halt vielleicht gar nicht getroffen. Das wäre natürlich nicht schön, aber da kann ich ja nicht zwischenfunken. Also, das ist ja mehr, geht es ja mehr um so einen psychologischen Aspekt von, ich habe jemanden, mit dem ich irgendwas machen könnte, und beide haben den Auftrag, was zusammen zu machen. Mhm. Wenn das dann nicht funktioniert für die Woche, ja, Pech. Also das war jetzt nicht so, dass du sagst, es haben sich definitiv alle immer getroffen, sondern das war ein Angebot auch für die, du hast es sozusagen initiiert und die konnten sich dann in 2 Jahren. Genau, einige haben sich dann 2-3 Mal getroffen, andere haben sich täglich getroffen, auch je nachdem, wie sie es so brauchten. Irgendwie vielleicht, einige waren ja auch wirklich ganz gut unterwegs selber und sagten, okay, Isolation und Motivation ist eigentlich gar nicht so ein Riesenthema für mich. Deswegen komme ich ganz gut mit dem Angebot klar, dass ich mir dann selber so klein schrumpfe oder groß schrumpfe. Ich fand dieses Practice-Buddy-System und diesen Psychofaktor dahinter so spannend, dass ich dann irgendwann für alle Pop-Studierenden über so eine Facebook-Gruppe, die es gibt, proklamiert habe und gesagt, Mensch, heute Freitag oder morgen, also Freitag von 10 bis 12 ist gemeinsames Üben. Viertel vor 10 ist Take-In, dann mache ich alle Mikros aus, dann wird zusammen geübt und irgendwie kurz vor 12 mache ich die Mikros wieder alle an, dann können sich alle nochmal austauschen über das, was passiert ist. Und das war einfach ein super Effekt, weil dann plötzlich so 30, 40 Leute auf dem Bildschirm sind, die alle dasselbe machen. Weißt du, das ist so ein bisschen diese Campus-Atmosphäre, ein Überhaus, da sitzen alle und machen vor sich hin, eine geht mal raus, einen Kaffee trinken, der andere stimmt seine Gitarre oder macht irgendwas anderes, der Dritte liest Noten dabei, aber alle sind während dieser Zeit quasi wie in der Hochschule präsent und wissen, die anderen sitzen irgendwie da oben in Raum 35, der andere sitzt hier unten und macht so. Das fand ich irgendwie ganz lustig. Ich hätte noch mal eine ganz kurze Frage zur Einordnung. Die Alternative wäre sonst gewesen, du hättest dann 23 Einzelunterrichtstermine gehabt in der Woche, sozusagen. Okay. Ich habe auch noch eine Frage, weil ich muss auch sagen, das ist ja so Institut für Musik und was ihr da ist für uns immer oder jetzt für mich vielleicht von der Art und Weise, wie die Veranstaltungen ablaufen, auch immer nochmal komplett anders. Also ich frage jetzt einfach mal vielleicht ganz dumm, auch wenn das eine blöde Frage ist. Es gibt am Ende eine Prüfung und es gibt auch eine Prüfungsform, weil da... Absolut. Okay, und was ist die in dem Fall? Absolut, es ist ein künstlerisches Vorspiel und die Prüfungen laufen im Prinzip, sind das jährliche Taktungen. Ja, wo dann die Prüfungen laufen. Und zwischendurch organisieren die Fachgruppen oder der einzelne Lehrende halt so interne Vorspiele, interne Präsentationen. Aber ansonsten gibt es halt diese großen modulabschließenden Dinger. Wir haben ja ein 4-jähriges Bachelorstudium, also nach 4 jedem. Das heißt, da reden wir über einen künstlerischen Einzelunterricht, ja.
Ja, also am Ende müssen sie irgendwie performen und das wird bewertet und das wird auch vor deren Peers und auch mit letztlich dann müssen sie vorspielen. Kommission also, und alles, genau. Genau, das ist für mich immer wichtig zu verstehen, was die, also ich sehe es immer ganz stark, also ich habe jetzt zum Beispiel Wahlpflichtmodule, ich habe das auch so ähnlich versucht mal mit, ich habe das genannt, nicht, was du sagtest mit dem Open Consulting. Ich habe einen Teil meiner Präsenzzeit in genau sowas versucht umzuwandeln, zu sagen, ihr habt jetzt viel mehr asynchronen Aufgaben während der Woche. Wir machen immer montags einen Präsenztermin, wo die Studierenden auch viel vorstellen und viel zeigen und wir viel diskutieren. Und dann gibt es wieder Arbeitsphasen. Und dann haben sie sozusagen, ich nenne es jetzt mal Sprechstunde einfach Möglichkeit. Und ich bin dann da, aber ist bis jetzt, und wir haben jetzt 5 Wochen, hat es noch keiner genutzt. Also es ist, die tauchen dann ab, die wollen, also bei mir zumindest jetzt. Die sagen, gut, da muss ich da ja nicht kommen, dann mache ich da was anderes. Ist ja auch fein. Vielleicht haben sie auch keine Fragen, vielleicht ist es einfach noch zu leicht, ich weiß es nicht. Aber ich wollte es mal fragen, bei dir haben sie es dann tatsächlich auch in Anspruch genommen, dieses Open Consulting, wahrscheinlich aber auch, weil sie genau wissen, sie müssen am Ende irgendwas performen, ne? Und sie haben praktisch das ganze Semester über einen eigenen Drang auch, sich zu verbessern. Während das jetzt bei mir, ja ich habe jetzt so ein Modul, wo sie lernen, Daten zu analysieren. Sie müssen jetzt am Ende nicht vor 50 Leuten zeigen, dass sie das können, sondern sie müssen halt irgendwie Aufgaben abgeben, die ich bewerte und ein anderes Setting noch. Bin mir nicht sicher, ob dieser Leistungszuwachsaspekt bei dem Consulting so wichtig war oder bei diesem ganzen Angebot. Wichtig war, einfach eine Plattform zu bieten und Vertrauen zu generieren. Vertrauen in mich als Lehrenden, dass ich glaubwürdig bin in dieser Sache, die ich tue und dass ich in der Lage bin, mit der Situation umzugehen, sowohl technisch als auch menschlich, als auch einfach was als Lehrende angeht, ihnen eine Plattform zu bieten und ein Konstrukt, das die Studierenden auffängt und das ihnen Sicherheit gibt. Ich bin sicher, oder ich weiß nicht, ich bin deswegen sicher, weil ich mit allen gesprochen habe natürlich, dass ihnen das unheimlich viel Ruhe gegeben hat, dass sie wussten, okay, auch wenn ich es nicht nutze, aber da ist was. So, ich muss da nicht ständig hin, aber ich weiß, wenn was wäre, ist da was. I'm safe. Ja, weil dieses Unsicherheitsgefühl, das war natürlich irgendwie zu der Zeit anders, als ich das jetzt erlebe bei den Studierenden, war damals natürlich echt wirklich riesengroß. Also ich weiß nicht, ob ich das jetzt alles nochmal so machen würde mit der Perspektive, wir haben vielleicht 1 Monat oder 2 Monate Lockdown. Da würde ich nochmal, aber das ist jetzt so ein Ding, das in der Zukunft liegt, ich glaube einfach einzelne Elemente aus diesem Programm oder ich habe ja einen langen Vorlauf gehabt. Also ich habe während der Februarzeit mich zurückgezogen in ein Kloster und mir nochmal Gedanken gemacht, wie man eine Lehre neu organisieren kann oder wie das geht. Das mache ich eigentlich regelmäßig, so in den Semesterferien eine kurze Auszeit zu nehmen und das Ganze nochmal zu reviewen. Und ich glaube, dass man viele von diesen Sachen, das waren so das, was realisiert wurde, aber die Ideen, was man noch alles machen könnte, die sind schon sehr, sehr viel mehr, dass man aber davon einzelne Punkte ruhig, und da muss man dann irgendwann halt über Lehrdeputat sprechen und über Verteilung von Lehre und irgendwie, was heißt eine SWS tatsächlich, übernehmen würde. Weil ich glaube, dass sie sinnvoll sind. Gerade in diesem Zusammenhang, wo Online-Lehre, ob jetzt exklusiv oder als begleitende Lehre, eine Rolle spielen wird. Was würdest du denn dieses Semester wieder machen? Was sind denn so Konzepte, wo du sagst, das könnte ich vielleicht wieder anwenden? Also ich habe meine Studierenden direkt gefragt, die dabei waren, so jetzt sind wir wieder am Tun. Wie fandet ihr es nochmal in der Nachschau und was würdet ihr übernehmen? Und eine Sache, die fast alle gesagt haben, ich würde gerne so einen Trainingsplatz wieder haben. Also quasi eine feste Zeit, so auch um meinen normalen Tagesablauf zu sein. Jeden Tag um 6 ist meinetwegen gemeinsames Üben. So, dann weiß ich, ich übe um 6. Ich muss mir nicht überlegen, Mensch, hier habe ich eine halbe Stunde, hier habe ich irgendwas, sondern da ist Training, da sind alle da. Das hilft einfach, aber das weiß jeder Sportverein, wie das mit dem Training funktioniert. Und hast du dann auf diesem Trainingsplatz ein spezielles Trainingsprogramm sozusagen angeboten oder hat sich das irgendwie so ergeben oder wie war das Konzept? Weil du hast eben auch gesagt, ihr habt da auch vielleicht mal zusammen meditiert, also es ist ja was anderes als Gitarre spielen. Ja. Das mit dem Meditieren war tatsächlich ein Aspekt. Ich habe parallel dazu den Zertifikatskurs bei Christiane gemacht, achtsame Lehre. Das spielt dann natürlich auch ein bisschen mit rein, so ein bisschen sich die Freiheit zu nehmen oder eine Sicherheit zu haben, dass man sowas machen kann. Habe dann festgestellt, dass es für die Atmosphäre und für den Pegel, der doch extrem unterschiedlich war psychisch bei den Leuten, total schön war und viele das für sich mitgenommen haben, dann auch weiter praktiziert haben für sich während der Woche.
Ich habe bei den Trainingsplätzen eigentlich nie eine Maßgabe gegeben oder irgendwie so und so, jetzt üben wir das, jetzt üben wir das. Das wäre auch, glaube ich, nicht so zielführend gewesen. Manchmal war es so, dass im Vorlauf, bevor wir dann irgendwie in die Session reingegangen sind und die Mikros aus waren, kurzen Austausch gab, sag mal, was übst du gerade? Oder auch ne, die Frage an mich, was übt denn mein Lehrer gerade? Weißt du, der kann doch eigentlich schon alles. Nee, kann nicht alles. Der muss auch schon die Sachen warm halten, neue Sachen entdecken und so. Und darüber gab es sicherlich einen Input. Aber natürlich redet man auch im Einzelunterricht während der Zeit über Übetechniken und über wie man übt und Strukturen und so. Ich hätte auch noch eine Frage zu dem Open Consulting. Das finde ich total spannend. Also gerade vor dem Aspekt der Vertrauensbildung, was du gerade sagtest. Aber auf der anderen Seite ist natürlich auch so, dass gesagt, ach, da kommen teilweise auch ganz einfache, praktische Fragen. Es nervt einen natürlich, wenn die Frage dann irgendwie 10 oder 15 Mal kommt. Hast du das dann irgendwie dokumentiert? Ich meine, das könnte man ja auch sozusagen, du hast es jetzt auf eine synchrone Kommunikationsform gesetzt. Man könnte ja auch manche Sachen asynchron machen. Wie sowas für ein Forum oder sowas. Hast du da auch irgendwie was gemacht? Nee. Nee, ehrlich gesagt, ich war gut beschäftigt. Also, aber du hast natürlich völlig recht. Auch der Gedanke kam, dass man bestimmte Sachen nochmal irgendwie anders unterfüttern könnte oder in so eine, ich nenne es mal Reader, aber einfach so ein Handbook austeilen könnte. Okay, pass auf, das und das erwartet uns, so und so könnt ihr damit umgehen. Aber ich bin ehrlich gesagt, da nie zugekommen. Also das einfach war das so Ähnliche. Einfach so ein FAQ, ne? Sowas. Genau, sowas. Ich habe auch als Camtasia an den Start ging, oder für uns an den Start ging, überhaupt nochmal vielen, vielen Dank, Carsten. Ich sehe dich gerade unten rechts, aber ey, was ihr geleistet habt während der Zeit, Bombe. Das ist echt super. Also Camtasia dann überlegt, Mensch, das Tool ist eigentlich so cool. Du könntest jetzt alle deine Inhalte, die du so am Zettel hast und die so immer drankommen, endlich mal zusammenfassen, das alles so in kleinen Snippets machen und so. Und ehrlich gesagt, ja, kann man. Aber mir war ehrlich gesagt so, ich dachte, okay, wenn, dann muss das auch einen größeren Wurf geben. Es steckt sehr viel Arbeit drin, die habe ich da jetzt nicht für verwendet. Was nicht heißt, dass ich das in Zukunft nicht nochmal mache, aber. Du hast es ja jetzt aus der Not heraus, wie wir alle ja, ins Leben gerufen und nach Lösungen gesucht. Würdest du sagen, dass, wenn wir jetzt in der normalen Zeit wären, du auch einiges davon weiter übernehmen würdest, trotz, dass wir alles Mögliche in Präsenz? Ja, also ich doch, absolut. Wenn ja, was? Also wie schon gesagt, das nachgefragte Trainingsplatzkonzept ist auf jeden Fall was. Ich würde auch diese Überpartnerschaften. Aber das würdest du auch digital anbieten oder würdest du dann sagen, mach einen Trainingsplatz in einem Seminarraum? Das war ja das Schöne, ehrlich gesagt, dass endlich im Instrumentalunterricht Sachen möglich waren oder durch diesen Online-Betrieb, die im IFM-Normalbetrieb einfach nicht zu machen sind. Du kannst nicht jede Woche ein Konzert veranstalten. Du kannst nicht jede Woche da alle Stunden auflaufen lassen, um 6 Uhr, um gemeinsam zu üben. Aber das ging halt mit diesem Tool. Und das war das Schöne. Und da, glaube ich, sind noch viel, viel mehr Sachen drin, wo man das so ein bisschen blended machen kann. Aber tatsächlich müssen wir dann einfach reden, wie gestaltet sich so eine Arbeitszeit oder so eine Arbeitswoche? Was kriegt wie viel ab von welchem Input? Also reduzieren wir die Präsenzzeit um 10 Minuten und machen das dafür so. Also, und die Freiheit vielleicht, dass jeder Einzelne da, Lehrende, selbstverantwortlich ein bisschen was machen kann. Da müssen wir dann demnächst mal drüber reden. Ja, spannend. Ich meine, wenn du jetzt so im regulären Semester bist, dann hast du deine, wenn wir jetzt diese Zahl von eben nehmen, 23 Einzelunterrichtstermine. So hast du ja eben gesagt, du stehst im Prinzip Fulltime zur Verfügung. Hast du nicht irgendwie sozusagen auch das persönliche Problem, Mensch, ich bin jetzt aber extrem fremdgesteuert, weil dann ständig irgendwie Nachfragen kommen und wenn die Studierenden sozusagen, wenn du dich den Studierenden gegenüber verpflichtest, innerhalb von 2 Stunden Responsezeit zu haben, das macht ja was mit einem. Ich meine, das finde ich super, ne? Ist ja super dienstleistungsorientiert, sage ich mal. Aber auf der anderen Seite, mich würde es, glaube ich, auch ein bisschen stressen. Ja, ich glaube, in dieser Zeit, wo das Präsenz und Online parallel läuft, glaube ich, dass mich das auch mehr stressen würde als damals. Aber damals war es so, dass es ja auch irgendwie so ein Nirvana war. Es war ja nichts. Es war plötzlich so, oh, was machen wir denn? Was ist denn los? Und irgendwie die ganze Woche hatte irgendwas und ich habe das ja alles, diese ganzen Programmpunkte auch mitgemacht. Auch ich habe bei dem Konzert immer einen Beitrag geliefert. Ich wusste, was für eine Arbeit das ist, Videos zu produzieren dafür oder halt live zu spielen, das auch so auf den Punkt zu spielen, dass es gut klingt in dem Moment. Es war in dem Moment war es
voller Freude, Neugier, Enthusiasmus. Ich habe 35 mehr Kennwörter vergeben für alle möglichen Programme, die ich runtergeladen habe, für alles mögliche. Aber das wird euch genauso gegangen sein. Irgendwie Tools ausprobiert, geguckt, dass es technisch gut läuft, was so mir überlegt, ist Slack, was ist Slack nichts. Nutze ich Oscar, wie nutze ich Teams? Ja, nein, blub, alles durchgegangen und so. Und bin deswegen dann, also auch, bin auf so ein paar Tools gekommen, wo ich dachte, okay, das funktioniert. Das sind im Grunde die Standard-Singer, mehr braucht ihr auch nicht, aber das sind so die Hard Facts, die kennt ihr, damit kann jemand umgehen. Und habe jetzt irgendwie dieses Semester das erste Mal neu, und das ist wirklich eine große, große Bereicherung, Miro entdeckt, wo ich halt mit jedem Studierenden ein Miro-Board habe und wir dieses Miro-Board jetzt seit einer Woche vollschreiben. Und das ist wunderbar. Mit den ganzen Videos, die man verlinken kann, die Noten, die man drauflegen kann. Das ist plötzlich echt ein gemeinsamer Schreibtisch. Herrlich. Also ich bin ganz begeistert. Das heißt, du nutzt das so, dass du für jeden Studierenden ein Board hast? Und ihr da sozusagen zusammen. Und was, einfach damit man mal einen Eindruck kriegt, was, wie sieht so ein Board aus oder was macht ihr da? Ja, du bist ja ein Witzvogel. mal gucken, ob ich das probiere. Nee, ich probiere es jetzt gar nicht. Pass auf. Was auf so einem Board dann jetzt zum Beispiel liegt nach einer Woche, das ist dann hier zum Beispiel die Note von Whisper Not. Daneben das entsprechende YouTube-Video. Dann irgendein Source, wo ein Playback zum Beispiel für dem Stück drin ist. Dann ein kleines Post-it mit den To-Do-Listen, die wir zusammen besprochen haben während der Unterrichtsstunde für dieses Stück. Dann steht da irgendwie ein Heavy-Metal-Solo, das der Student mitgebracht hat. An der und der Stelle Minute XY, Fragen zur Ausführung zu irgendwas. Dann wird das da besprochen. Das heißt, es sind so verschiedene Dinge, die man dann irgendwann framen kann. Mhm. So, und das ist dann Stunde 1. Und so genauso ist es dann Stunde 2. Quasi wie so ein Notizzettel, aber auch irgendwas, was ich halt vorbereiten kann. Das habe ich jetzt am Wochenende probiert, diese Hide-Funktion. Man kann da so ein Frame definieren. Mhm. Da bereite ich den Unterricht vor, verdeckt den aber noch, weil der Student natürlich auch während der Woche die ganze Zeit die Möglichkeit hat, an dem Board zu arbeiten oder neue Sachen zuzufügen oder was. Und so habe ich dann quasi meine vorbereiteten Unterricht in dem versteckten Fenster. Und wenn wir uns dann diese Woche wiedersehen, klapp, ist es auf. Und da ist dann quasi der Content, mein Vorschlags-Content für diese Arbeitssession, die wir dann haben. Aber das heißt, du machst jetzt immer noch diesen Einzelunterricht und dann, dafür nutzt du jetzt diese Boards, dass du mit jedem Studierenden praktisch diese, ja, wie du sagst, das gerade ein Notizbuch oder interaktive Möglichkeit hast, dann Sachen zu dokumentieren. Genau, und das kann man ja machen, ob das online ist oder nicht online, das ist ja völlig wurscht. Ja. Man hat dann jetzt plötzlich ein Tool zur Verfügung. Ich erinnere mich, es gab eine Zeit, da war Mahara irgendwie gehypt, da habe ich das evaluiert, ob das was wäre, war kurz davor da einzusteigen, aber dann dachte, nee, das ist doch zu kompliziert. So bin ich letztendlich immer auf der Suche nach sowas. Und im Büro scheint mir jetzt was, mal gucken, wie das in ein paar Wochen sich aussieht, aber das könnte was werden. Gab es denn im letzten Semester dann auch einen intensiven Austausch jetzt unter euch Lehrenden am IFM? Weil das ist ja, sagen wir, du hast ja im Prinzip das Veranstaltungskonzept komplett umgekrempelt, ne? Und gerade diesem Aspekt Rechnung getragen der fehlenden, ich sag mal, Sozialisierung der Studierenden untereinander. Habt ihr euch da untereinander ausgetauscht und gab es dann nochmal irgendwie auch dann Input von anderen, beziehungsweise haben andere Kollegen Elemente deines Konzeptes übernommen? Ja. Also es gab Input, ich habe dann direkt von Woche 2, war mir klar, ich brauche Kontakt zu meinen Lehrenden und habe dann ein virtuelles Lehrerzimmer eingerichtet. Montagsabends 19 Uhr war Lehrerzimmer. Da war irgendwie ein Bier trinken und einfach rumsitzen und ein bisschen was erzählen, wie es so war. Also wie ein normales Lehrerzimmer. Da waren dann so von 3 bis 15 Leute tauchten da immer auf. Das habe ich also für die Instrumentallehrenden im Pop-Bereich, ne, habe ich das gemacht, damit es übersichtlich bleibt und nicht irgendwie wir ganz konkret an denselben Themen, so, also aus demselben Genre irgendwie arbeiten können. Und das war irgendwie wirklich sehr, sehr, sehr schön. Erstmal hatte man da auf der Seite einfach Kontakt und wusste, okay, ich bin auch nicht alleine. Also die anderen, denen geht es auch komisch mit dieser Situation. Und da gab es natürlich diesen Austausch, hey, wie löst du das? Da gab es Tipps und Tricks mit so zum Beispiel verschiedene Kameras bei Zoom, da hatten die Schlagzeuger, das ein sehr großes Instrument ist, dann mit verschiedenen Kameras operiert und verschiedenen Lichteinstellungen und der eine hatte dann noch einen neuen Screen Recorder oder ein Runterrechnungstool für die Videos, damit die möglichst klein wurden etc. Also da wurde einfach so praktisches Zeug getauscht, so neben der Tatsache, wie läuft es mit den Künstlerhilfen und wie läuft es bei euch und was so war. Ne? Oder wie war die letzte Tour mit Sarah O'Connor und damals, weißt du noch? Ja, super spannend finde ich das.
einfach mal so ein Veranstaltungskonzept komplett über den Haufen werfen, mit vielen spannenden Elementen. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, jetzt sozusagen im laufenden Semester bist du sozusagen wieder auf das alte Format gegangen. Also dieses gemeinsame Konzert am Ende der Woche finde ich irgendwie gut, auch den Gedanken mit dem Trainingsplatz. Also ich muss mir jetzt schon mal überlegen, ob ich da nicht auch irgendwie was von übernehmen kann oder zumindest dann auf meine Disziplin übertragen. Ich finde, da sind echt viele schöne Elemente enthalten. Ja, die Gedanken habe ich auch die ganze Zeit. Wie kann man das übertragen? Weil ich habe bei mir mal eine andere Situation noch, aber ich glaube, dass das Konzept trotzdem stellenweise funktionieren kann. Hatte gerade schon gesagt, diese Consulting-Open-Consulting hat nicht funktioniert, aber ich glaube, da mache ich auch noch was falsch. Ich stelle mir mal so vor, die Studierenden sind hochmotiviert, wollen das lernen, was man denen da offeriert und sind dann auch selbst motiviert. Aber ich muss dann auch immer wieder sagen, bei uns ist die Realität dann gerade in Wahlpflichtmodulen oft auch nochmal eine andere. Also das ist wahrscheinlich dann auch von Studiengang oder auch von Modul zu Modul unterschiedlich, je nachdem, was man gerade da hat. Aber ich glaube, so ein Hauptunterschied ist vielleicht, dass man als Instrumentalist natürlich wirklich seine eigene Motivation hat, an Sachen zu arbeiten. Also man hat ja nicht einen Wochenplan, gibt ja nicht als Instrumentallehrer vor, heute machen wir dorische Kirchentonarten und alle machen das. Manchmal. Oder? Aber grundsätzlich ist es ja eher auch so in euren Vorlesungen, ihr habt ein Wochenthema und alle müssen da durch. Bei den Instrumentallehrern, das war ja bei mir, ich habe ja auch Musik und Mathe studiert, also ich kenne beide Welten quasi. Bei den Musiksachen bist du individuell unterwegs und dein Instrumentallehrer guckt mit dir, wo sind deine Stärken, wo sind deine Schwächen und daran arbeiten wir jetzt. Da hast du natürlich einen riesen persönliches Feedback, ein größeres und eine viel größere Motivation, auch jetzt genau an der Sache zu arbeiten. Während es in Mathe oder auch in Informatik ja immer viel fremdgesteuerter war. Also die intrinsische Motivation in Musik ist, glaube ich, wirklich deutlich höher als die, zumindest war es bei mir so, als in Mathe oder Informatik. Ich glaube auch, dass das natürlich erstmal per se so ein bisschen vielleicht ist. Andersrum kann ich mir nicht vorstellen, dass jemand, der Informatik studieren will, nichts von Informatik wissen will. Oder was für ein Fach auch immer. Und ich glaube, was für mich bedeutend war einfach der Change, die Änderung der Haltung den Studierenden gegenüber. Das ist so das zentrale Ding. Und den Studierenden einfach viel mehr Verantwortung zu geben für ihren Lernprozess und für ihre eigene Organisation und ihnen letztendlich nur so ein Stützkorsett zu geben. Also auch die Kompetenzen des Studierenden, was er schon kann, viel mehr zu highlighten, auch in diesen Buddy-Situationen, halt quasi den Studierenden als Lehrperson auftreten zu lassen. Also ich kenne jetzt zu wenig von euren Veranstaltungen, aber man könnte doch eine tägliche Übungsaufgabe von Studierendenreihe umgeben lassen. So, die müsste jetzt zu lösen und dann oder zwei Lösungen und jeder hat so eine halbe Lösung und dann müssen die zusammengeführt werden. Oder am Ende der Woche kann man nochmal so, wer die schönste Visualisierung dieser Aufgabe gemacht hat, so als Bonus oder whatever. Also da letztendlich, glaube ich, geht es da echt um ganz viel Fantasie, die man einfach reinlegt. Und natürlich war ich in der Situation, oder waren wir in der Situation, aber ich habe den Stier dann bei den Hörnern gepackt, in der Situation, dass es halt nichts gab, dass es Ground Zero war. Also das das in so einem normalen Lehrbetrieb zu implantieren, ist halt eine große Diskussion und man muss da mit vielen Leuten reden. In dem Punkt konnte ich einfach machen, es ist nichts da, ich muss was liefern, ich liefere was, das machen wir mal, meine Studierenden sind zufrieden, perfekt. Ja, ich hab auf jeden Fall viel mitgeschrieben hier. Das sind alles super Ideen, die ich wie gesagt, immer überlege, wie man das übertragen kann. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es nicht 1:1 übertragbar ist, aber doch einiges davon definitiv auch funktionieren kann. Also ich habe zum Beispiel, um das mal vielleicht noch, ist jetzt vielleicht sogar ein anderes Thema, aber ich habe so bei uns in dem Studiengang gibt es eigentlich klassischerweise am Ende eine Klausur und die Studierenden sind im Semester eigentlich bisher gar nicht so sehr gewohnt gewesen, überhaupt zu arbeiten, sage ich jetzt mal ganz platt. Mhm. Das ist so, sie arbeiten alle auf das große Ziel der Prüfungsphase hin und im Semester versuchen sie irgendwie auch natürlich ökonomisch zu denken und die Module auch möglichst so, dass man überall durchkommt. Und das ist, ich bin jetzt, glaube ich, so nicht der Einzige, aber einer der wenigen, die auch tatsächlich eine Prüfungsform haben, die nicht in eine Klausur mündet, sondern eben während des Semesters die Prüfung abgenommen wird durch Fallstudienarbeit und durch Arbeit an Aufgaben. Und das ist für die halt sehr ungewohnt, aber ich merke, dass es funktioniert, aber ich merke auch, dass sie versuchen, ihre, also da kommen wir wieder zum, wie viel Motivation stecken sie da eigentlich rein, ich merke schon, dass sie versuchen zu optimieren zwischen den Modulen, die sie besuchen und sagen dann immer schon, ja,
wie viel Aufwand soll ich denn da reinstecken in die Aufgaben, und das ist jetzt schon zu viel und ich kann, und dann merkt man auch schon, dass sie dann nicht mehr die letzte Meile gehen, die man sich wünschen würde, dass es wirklich gut wird, und dann, das ist dann eher so gerade so hochspringen, wie man muss, und das ärgert mich dann immer, ich weiß nicht, wie ich das anders machen kann, das ist aber wahrscheinlich, das ist ein anderes Thema, aber es liegt, glaube ich, so ein bisschen daran, dass sie, also sie haben hier sehr irgendwie 6-7 Module im Semester und sie versuchen wirklich zu optimieren, wie sie ihre Zeit da einsetzen, das haben sie auch im letzten Semester als Feedback gegeben, sie sind völlig überlastet gewesen, auch durch Corona, weil auf einmal alle auf die Idee kamen, wir können denen ja einfach Sachen hinschmeißen und die sollen das machen, aber es gab eigentlich keine, ja, sie mussten das alles selbst organisieren, so diese Selbstdisziplin und die Fähigkeit dazu, sich auch selbst zu organisieren, die stand auf einmal im Fokus, und das kann man natürlich nicht von heute auf morgen dann erwarten, und ja. Das war auch was, was ich ja fest, sorry, ja. Sorry, ich wollte auch nicht, mach du zuerst. Das war auch was, was ich natürlich festgestellt hatte während der ersten 3 Wochen, wo ich so im normalen Modus online gleich live unterwegs war, dass ich versucht war, die voll zu ballern mit Zeug. Also so, und dann irgendwann merkte ich so, Moment, da ist irgendwas falsch. Genau, und deswegen einfach das Gas rausnehmen in dieser Situation und dann den eigenen einzelnen Studierenden oder die einzelnen Studiengruppen, denen ein bisschen mehr Ambiguität zu geben und ein bisschen Agogik, was da geht, was da nicht geht und so. Und klar, also einzelne so Nebenfachstudenten, die waren natürlich nicht so engagiert und die haben dann nicht immer performt oder sind dann so, das war aber auch okay. Die hatten dann andere Sachen, die in dieser Zeit halt wichtig waren für sie. Also ich bin sehr, sehr gespannt auf das, was jetzt noch demnächst kommen wird, weil ich würde mir wünschen, dass halt einfach die Frage nach Lehrformat, nach diesen ganzen Dingern, wie baue ich bestimmte Sachen, worum geht es eigentlich, so dass die nochmal neu oder anders diskutiert wird. Also ein Aspekt, der mich auch schon seit Jahren umtreibt, ist sozusagen das Nachdenken über meine eigene Rolle in diesem ganzen Prozess. Ne? Und das haben wir jetzt aus meiner Sicht irgendwie, hat sich das irgendwie hier ganz schön nochmal dargestellt. In deinem Beispiel sozusagen des letzten Semesters, du hast ja eben auch selbst gesagt, du bist nicht mehr derjenige, der sozusagen alles weiß, denen alles erklärt, sondern du begleitest sie irgendwie mit unterschiedlichen Angeboten, vom Trainingsplatz über Coaching mit dem abschließenden Konzert. Und ich glaube schon, dass das zukünftig von essentieller Wichtigkeit ist, dass wir da die Eigenverantwortlichkeit der Studierenden auch nochmal besonders in den Blick nehmen. Weil das ist das, was sie später im Arbeitsleben brauchen. Also zumindest mit Blick auf meine Disziplin. Ja. Und das, was sie hier heute lernen, das ist morgen eh veraltet. Also zumindest aus Sicht der Informatik. Ja, sie sind ständig angetrieben, sich auch selbstständig mit Dingen auseinanderzusetzen. Und das Netz, was du eben auch schon gesagt hast, ist voll mit Material. Ne? Und da können wir ein bisschen was ergänzen, ja, oder wir können es vielleicht auch einfach nur sozusagen uns selbst anschauen und dann den Studierenden auch sozusagen weiterreichen. Ja. Wir müssen nicht alle selbst produzieren. Also das sozusagen das Nachdenken über die eigenen Rolle, das ist, glaube ich, einer der wesentlichen Punkte, die wir als Lehrenden sozusagen aus dieser Corona-Krise auch nochmal mitnehmen müssten. Ja, ich glaube, wir alle haben da schon jetzt intensiv drüber nachgedacht, weil wir uns jetzt über ganz viele Tools schon unterhalten haben. Und da bin ich mal gespannt, wie nachhaltig das Ganze dann auch sein wird. Ja. Vielleicht noch kurz einen Nachsatz zu diesem künstlerischen Präsenzunterricht. Ich bin mir völlig bewusst darüber, dass man kann halt nicht zusammen spielen, aber wenn man zusammen spielen kann und wenn ich in der Lage bin, halt einfach einen ästhetischen Beitrag zu liefern, oder ich kann auch online ein paar Sachen einfach nicht bearbeiten. Das ist einfach so. Das ist total schade, ist aber so. Da brauche ich halt einfach einen Präsenzunterricht für. Ne? Von daher ist das jetzt, ich würde es auch nicht 1:1 einfach übernehmen wollen und sagen, ja, jetzt online ist cool, wir machen das nur online. Da fehlt schon eine ganze Menge. Aber Mischformen, glaube ich, sind gut. Ja, genau. Also das finde ich, glaube ich, auch das Spannende. So wie du jetzt sagst, zum Beispiel das Miro-Board, das funktioniert ja. Das ist ein Online-Tool, was man aber super in Präsenz als Ergänzung einsetzen kann. Und das merke ich jetzt auch gerade. Ich versuche auch Audiotechnik, solange es geht, jetzt gerade noch in Präsenz zu machen, weil es ja auch viel um Hören geht und die müssen irgendwie die Akustik hier wahrnehmen. Das geht über Lautsprecher nicht. Ich will denen irgendwas zeigen, wie ein EQ funktioniert, und dann hören sie das über ihre Lautsprecherboxen am Laptop. Das ist per se Quatsch. Darum versuche ich, ne, da möglichst viel in Präsenz zu machen, aber merke, dass mir die Tools, die wir jetzt besprochen haben, so wie Miro zum Beispiel oder auch andere, einfach helfen und die ich jetzt auch in der Präsenzlehre mehr einsetze. Und dieses Hybride finde ich ehrlich gesagt das Ideale, weil das, dass man sich irgendwie aus allen Sachen das zusammensucht, was gut passt, was man braucht, was einem hilft. Und vielleicht, ich hatte gerade noch den Gedanken mit dem Workload,
die Idee mit dem virtuellen Lehrerzimmer ist natürlich vielleicht für den Workload auch super, wenn man das etablieren könnte, irgendwie zu gucken, okay, was haben denn die Studierenden von mir, was haben sie von dir, wo stehen die denn gerade, muten wir denen zu viel vor, also dieser Austausch auch zwischen den Lehrenden, finde ich auch super, dass er den da einmal montags gemacht hat. Das wäre eben auch so ein Tool, um das gegenüber den Studierenden zu checken, wie viel machen die denn jetzt eigentlich gerade? Ja, der Austausch zwischen den Dozenten, das ist, glaube ich, bei uns auch das große Problem gewesen, dass halt jeder auf einmal zu Hause war, die Studierenden, sagen wir mal, zugeballert hat, aber untereinander gar nicht kommuniziert wurde, was eigentlich gemacht wurde. Gerade bei den ersten und Zweitsemestern, also es war damals die Zweitsemester, die so Pflichtveranstaltungen hatten, da war das besonders schlimm, glaube ich. Aber das, ja, so ein Lehrerzimmer, also du sagtest, da sind auch regelmäßig 3 bis 15 Kollegen gewesen, sagst du, ne? Jeden Montag, auch während der Prüfungsphase. Schön, ja. Und ehrlich gesagt, haben wir uns danach auch nochmal wieder getroffen. Wir arbeiten ja am IFM mit extrem viel Lehrbeauftragten. Die kommen dann für einen halben Tag oder für einen Tag aus Hamburg oder sonst woher gefahren. Und einige von denen sehe ich auch sonst gar nicht. So, ich versuche sie dann zu erwischen, wenn ich Lust habe. Aber so, es gibt, und von daher war das super rewarding, mit denen mal ein bisschen mehr in den Austausch zu gehen. Spannend, ja. Ja. Ja, super. Also ich finde, wir haben ganz, ganz viel jetzt nochmal einen neuen Einblick bekommen, auch von einer völlig anderen Perspektive, weg von dieser rein technischen, die natürlich auch spannend ist, zu noch eben der sozialen, wie schaffe ich es wieder, ein Miteinander auch im Digitalen zu schaffen. Und ich bin froh, dass wir Martin dabei hatten, und ich wäre auch froh, wenn wir weiterhin uns unsere Runde vielleicht noch mit Gästen bereichern könnten. Da können wir ja nochmal überlegen, wen man noch einladen kann, vielleicht auch Martin nochmal, wenn er Lust hat, können wir mal gerne schauen. Und dann würde ich sagen, haben wir eine spannende 6. Folge, und wir sehen uns bestimmt zur 7. Bis dahin. So. Vielen Dank fürs Dasein. Schön, dass du da warst, Martin. Hey, thank you. Ganz herzlichen Dank. Ciao.